Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich nehme es mal vorweg, ChatGPT ist in aller Munde. Wir beschäftigen uns auch intensiv damit. Für den Vortrag heute lasse ich es beiseite, weil sonst müssten wir noch eine Stunde dranhängen. Und ich glaube, die haben wir heute nicht. Ja, hier sind die Folien. Sehe ich die hier auch? Ja. So, ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was heißt es denn, wenn künstliche Intelligenz auf HR trifft. Und ich möchte uns alle kurz ein bisschen in den richtigen Modus für KI bringen, in der Hoffnung, dass auch die nicht-KI-basierte Technologie was tut. Das tut sie. AI oder künstliche Intelligenz ist heute überall. Und ich würde uns kurz bitten, mal 10 Sekunden nachzudenken. Was glaubt ihr denn, wann habt ihr denn zum ersten Mal wirklich bewusst mit einer künstlichen Intelligenz interagiert? Jetzt haben wahrscheinlich einige von euch an Siri gedacht. Siri, iPhone 4S 2011 war mein allererstes iPhone. Ich habe das gesehen, dachte mir, was ist das? Brauche ich wahrscheinlich nicht, ist bestimmt eh nicht lange da. Heute ist Siri und Alike nirgendwo mehr wegzudenken. Knapp, ein bisschen mehr als 10 Jahre her, aber noch lang nicht der Anfang. Vielleicht haben manche von euch an Amazon Shopping Recommendations gedacht. 1998, also 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, hat Amazon angefangen, für Millionen von Produkten und Millionen von Kunden AI-basierte Shopping-Recommendations, basierend auf Shopping-Verhalten, Vergleichen mit ähnlichen Einkaufsleuten. Ist eine Wahnsinnszeitspanne und es war schon damals für eine Riesenpopulation at scale verfügbar. Der Ursprung von AI, hat wahrscheinlich keiner auf dem Radar, hatte ich auch nicht, bevor ich mich mal intensiver mit beschäftigt habe. 1956, Dartmouth Summer Research Project. Da kamen damals in den USA die Koryphäen zu dem Thema Data Automation, Fast Computing. Gab es 20 Begriffe drumherum, da hat sich dann dieses Feld von Artificial Intelligence konsolidiert und das ist gemeinhin quasi als Startpunkt von AI zu sehen. Sprich, das Thema ist eigentlich nicht mehr so neu, aber es ist heute omnipräsent. Wenn ich in meinen Alltag schaue und ich nehme den heutigen Tag, das Erste, was ich in der Früh mache, Nachttisch, Handy, schlechte Angewohnheit, aber egal, ich gucke rein. Apple platziert 30.000 unsichtbare Infrarotpunkte über mein Gesicht, macht ein Bild. Und dann wird das verglichen mit all den Daten, die über mich gespeichert sind. Bin das wirklich ich? Das wäre nicht möglich ohne wirklich gute maschinengestützte Lernalgorithmen und AI. Und Apple an der Stelle sagt, hey, die sind so gut, 1 zu 1 Million, dass hier mal ein Fehler passiert. Witzigerweise, ich habe den Fehler zu Hause, die sind 11 und 13, Mädel und ein Bub. Ja. Wenn man die anschaut, würde man sagen, komplett unterschiedliche Menschen. Das Mädchen mit langen blonden Haaren, der Junge mit Sommersprossen, dunkle Haare. Sie nimmt sein iPhone, bam, offen. Ja. Also biometrische ja, Identifikationsmerkmale offenbar identisch. Aber angeblich, und da glaube ich auch dran, ist das sehr, sehr selten. Alles mit AI, ohne dass wir es merken. Genauso, wenn ich dann mein iPhone offen habe und ich gucke auf Twitter, auf LinkedIn, was wird mir angezeigt, basiert genau auf dem, was eine AI über mich gelesen und gelernt hat und was daraus macht. Die wissen genau, welche Posts habe ich wirklich zu Ende gelesen, wo habe ich nach 10 Sekunden weggeklickt, wo habe ich denn auf Detailsanzeigen geklickt und basierend auf diesem Verhalten, das sie über mich lernt, schlägt mir die KI neue Sachen vor und genauso schlägt sie mir neue Themengebiete, neue Leute vor, mit denen ich mich vernetzen kann. Alles wäre nicht möglich, wenn es wirklich deterministische Algorithmen wären. Und das letzte Beispiel, Google. Jeder von uns verwendet es mit Sicherheit mehrfach am Tag. Kein Algorithmus der Welt wäre in der Lage, das Internet zu durchsuchen, wenn nicht eine künstliche Intelligenz dahinter wäre. Die ganzen Recommendations, die du bekommst, wo du denkst, krass, warum denn das, das dich quasi durch deinen ganzen Alltag verfolgt, alles AI-basiert. Nicht die Lichtsteuerung. Das heißt, AI ist heutzutage überall. Manchmal merken wir es und manchmal nicht. Und genauso ist es auch in der Arbeitswelt. Bei uns merken die Kandidaten, die externen, aber auch unsere internen Talente, manchmal merken sie es, manchmal nicht, wo wir schon AI im Einsatz haben. Und ich möchte euch heute ein paar Beispiele zeigen, wo wir als Siemens AI verwenden und meine persönliche Meinung, wie ich glaube, dass AI das ganze Thema HR, Human Resources, ein Stück weit verändern oder revolutionieren wird und es teilweise auch schon tut. Ich möchte anfangen mit einer kurzen Einsortierung. Was kann denn AI heute schon machen? Für mich sind es 3 grundsätzliche Themengebiete, wo wir AI einsetzen können. Das eine ist die Automatisierung von komplexen Aufgaben. Ja. Schon viele Jahre ohne AI kann man transaktionale, repetitive Prozesse kann man gut automatisieren, Payroll and the like.
Aber mit AI können wir heutzutage auch eben viel komplexere Prozesse angehen, wo man normalerweise schon ein Stück weit eine menschliche Intelligenz braucht. Beispiel Parsen von CVs. Jetzt ist ein CV ein relativ standardisiertes Dokument. Nichtsdestotrotz braucht es schon eine gewisse Intelligenz, um sagen zu können, hey, das sind die Sachen, da solltest du speziell drauf achten und hier vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gucken. Da kann die KI sehr gut helfen, den Recruiter darauf zu stoßen, zu sagen, hey, diese Sachen bitte anschauen und da nochmal hinterfragen, wo der Mensch dann wirklich noch den Value-Add hat, den eine KI noch nicht ersetzen kann. Also dieses komplexe Themen auch automatisieren, da hilft uns AI an ganz, ganz vielen Stellen. Jetzt schon und auch in der Zukunft. Das Zweite, jetzt habe ich geklickt, wollte ich eigentlich gar nicht. Hat aber auch nicht angenommen. Gut. Doch, oh, zurück. Ist das der Zurück-Button? Ja. Guck mal, hätte die AI besser gekonnt als ich. Oh nee, jetzt geht da noch eins weiter. Könnt ihr das lösen für mich? Zweimal. Nur zweimal. Ist ja wie zu Hause. Hast du schon wieder wild geklickt? Zurück. Zwei zurück, bitte. Ich rede einfach. Ha, sind wir doch. AI kann uns helfen, zusätzliche Datenpunkte und zusätzliche Erkenntnisse zu generieren. Besonders in Situationen, wo der Mensch manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, kann die AI da helfen. Wieder ein Beispiel aus dem Recruiting-Bereich. Es gibt mittlerweile einige Anbieter, die in Interviewsituationen zum Beispiel mitlaufen können und Sprachanalyse von Kandidaten machen, ja, und sagen können, kommt der mit einer positiven oder einer negativen Einstellung. Kann man darüber streiten, will man sowas, aber die Möglichkeiten sind definitiv da. Nicht um Entscheidungen zu treffen, aber dem Menschen einfach mehr Insights zu geben und mehr Hilfestellungen, um gute Entscheidungen zu treffen. Der dritte Bucket ist aus meiner Sicht der, wo es wirklich spannend wird, weil er eben Richtung Talent geht. Wenn es darum geht, wie kann ich Experiences besser machen, wie kann ich personalisieren, individualisieren. Die Talente heute, und das werdet ihr wahrscheinlich auch genauso in euren Erfahrungsbereichen sehen, die wollen nicht mehr einer Firma hinterherlaufen, die wollen gefunden werden, die wollen aktiv angegangen werden. Das kriegst du nicht hin, wenn du auf menschliche Arbeitskraft dich verlässt, sondern da musst du einfach KI einsetzen, das wie Beispiel Amazon Shopping die Verhalten analysiert, die personalisieren kann und die dann eben sehr aktiv auf die Kandidaten zugehen kann. So, und jetzt würde ich es gerne konkret machen. Was heißt denn das bei Siemens? Ich hatte gerade schon angesprochen, unsere Talente werden immer anspruchsvoller. Wir machen tatsächlich alles, was wir tun. Das Talent steht im Zentrum. Wir überlegen uns sehr gut, was ist die führende Dimension. Wir haben so ein Basic Belief, Employee First, Manager Second, HR Third. Und das leben wir auch, ich würde sagen, in den meisten Stellen sehr, sehr konsequent. Das heißt, das, was ich euch hier mitgebracht habe, ist so ein bisschen die Talent Journey, anhand derer wir schauen, in welchen Use Cases können wir denn mit AI die Experience und am Ende des Tages den Gesamtprozess verbessern. Und da sind Stellen dabei, werde ich euch gleich erklären. Da haben wir ein bisschen experimentiert, um mal zu verstehen, was wäre denn der Impact, was geht denn schon? Noch gar nicht mit dem Ziel, das wirklich global auszurollen. An manchen Stellen pilotieren wir es mal, um richtige Erfahrungen zusammen für einen Rollout. Und an manchen Stellen haben wir es schon im Einsatz, auch schon länger, auch schon Erfahrungen gesammelt. Aber es ist bei uns tatsächlich so eine Mischung, sich an das Thema ranzutasten, weil es ist wahnsinnig viel Buzz out there, ja, wahnsinnig viel Marketingversprechungen. Da muss man genau hingucken, was hat denn wirklich schon eine Reife. Und zum anderen muss man natürlich auch ganz klar gucken, wo hat man als Firma einen Demand und wo passt das auch zu den eigenen Prioritäten und Strategien. Und zum Dritten, es ist auch nicht leicht. Es ist nicht so, dass wenn da ein cooler Chatbot ist, dass man sagt, bam, der löst jetzt alles. Also dazu komme ich am Ende auch nochmal mit ein paar Challenges. Das erste Beispiel, was ich mitgebracht habe, vielleicht kennst du der eine oder andere, ist Textio. Tut es sich? Ich traue mich nicht nochmal klicken. Nicht, dass ich wieder doppelt geklickt habe. Ha. Gut. Textio, vielleicht kennst du, wie gesagt, der eine oder andere. Das ist eine webbasierte Plattform, um Jobausschreibungen besser zu machen, um die richtige Sprache zu finden, um die Talente, die man sucht, anzusprechen und auch möglichst diverse Talente anzusprechen. Und mit der Sprache meine ich jetzt nicht, ist es Deutsch-Englisch, sondern sprechen wir zu viel Corporate-Sprache oder ist es die Sprache der Talente, die für die attraktiv ist? Oder sind wir zu ausschweifend oder zu viel Bullet Points oder zu kurze oder zu lange Sätze? Das Ganze basiert auf Millionen von Hiring-Daten, die analysiert werden, um eben rauszufinden, wie kann eine KI so Vorschläge geben, und funktioniert dann so, dass der Recruiter tippt und kann das Programm drüber laufen lassen, kriegt einen Score
und kriegt dann angezeigt, wo könntest du mit einer kleinen Änderung den Score verbessern, sodass du eben attraktiver bist für die Talente. Und wir sehen da, jetzt traue ich mich nochmal klicken, wir sehen da echt tolle Ergebnisse. Der Score geht von 0 bis 100. Wenn wir über 70 sind, sind wir mehr als 10 Tage schneller im Durchschnitt, um eine Stelle zu besetzen. Über 80 kriegen wir 25% mehr qualifizierte Kandidaten auf die Ausschreibungen. Und wir sehen auch gerade im Diversity-Bereich, dass wir signifikant mehr Frauen ansprechen. Also da haben wir ein Tool, das haben wir bereits seit einiger Zeit im Einsatz, wo wir auch sehen, da lohnt sich der Einsatz von AI. Das bringt wirklich das, was wir uns erhofft haben. Das nächste Beispiel, was ich dabei habe, das linkt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Das ganze Thema Skills, Skill-Transformation ist ein ganz wichtiges. Ich hoffe, es bewegt sich bald. Ich fange schon mal an zu reden. Da geht es um Skill-Based Matching. Wir werden das in 2 Wochen global live bringen. Ein neues externes Karriereportal mit der Möglichkeit, quasi seinen CV abzuladen. Der wird dann dekomposiert, das deutsche Wort hoffentlich, in Skills und Erfahrungen. Das Gleiche mit den ganzen Angeboten auf unserem Jobmarkt. Und dann werden diese gematcht. Das heißt, der Kandidat muss nicht so wie früher sagen, ich möchte eine Funktion im Strategie oder Business Development oder und hier, sondern der kann sagen, hey, das bin ich. Was gäbe es denn für Möglichkeiten bei Siemens? Und kriegt dadurch, zumindest hat das auch unsere Piloten, haben das gut bewiesen, auch out of the box oder mehr ein bisschen laterale Empfehlungen. Nicht nur vom Junior Something zum Senior Something, sondern hey, du hast jetzt Transformation und dieses gemacht bei Finance. Du könntest das vielleicht auch in einer anderen Funktion, also ein bisschen die nicht so offensichtlichen Karriereempfehlungen. Thema ist nicht leicht. Wir haben da vor 4, 5 Jahren schon mit rum experimentiert. Mittlerweile gibt es einen Reifegrad von verschiedenen Anbietern und wir werden es live bringen. Ist für die Talente eine total neue Experience, aber auch für die Recruiter und für die Manager. Das heißt, der Recruiter, auch wenn er bei uns an zweiter Stelle steht nach dem Talent, der wird die vielversprechenskandidaten am oberen Ende der Pipeline beim Pre-Screening sehen und kann natürlich sein Augenmerk darauf legen. Und auch die Hiring-Manager sehen viel schneller, toolbasiert, wer würde denn von den Skills her auf meine Stelle passen oder zumindest mit dem Kernbereich von Skills. Von daher wird das unsere gesamte Stakeholder-Gruppe rund um das Thema Hiring positiv beeinflussen. Aber wie gesagt, das Talent steht da im Zentrum. Was wichtig ist bei so einem Beispiel zu sagen, also A, es wird keine Entscheidung getroffen von der KI, auch hier. Die Entscheidung bleibt beim Hiring-Manager, wo sie auch hingehört. Und das Zweite, die Frage kommt nämlich ganz oft, ist mir super, dann sind wir im Pre-Screening schneller. Andere Firmen sagen bis zu 30%, können wir doch Recruiter sparen. Nein, das klingt wieder zurück, was ich eingangs gesagt hatte, der Talentmarkt ist so viel anspruchsvoller geworden, das hört auch nicht auf. Das heißt, da zu sagen, ich kann vielleicht ein bisschen Zeit frei machen, damit die mehr Active Sourcing machen können, mit den Kandidaten engagen und Gespräche führen, ist quasi eine Reallokation, mir fällt es im Deutschen so schwer, der frei gewordenen Kapazitäten auf die Themen eben, wo der Mensch den größten Mehrwert hat. Was sich auch, by the way, für mich so ein bisschen durchzieht, dass die KI an den meisten Stellen eigentlich hilft, zu fokussieren und zu automatisieren, was geht, und dann den Menschen Freiraum für die wichtigsten Sachen zu machen. Das nächste Beispiel, was ich dabei habe, gucken wir mal. Ich fange trotzdem wieder an zu sprechen. Ist unser interner Chatbot, Karl. Auftritt Karl, okay. Karl ist bei uns die Go-To-Plattform für alle administrativen Themen rund um HR. Ist ein kleiner Chatbot, kannst du sagen, ich brauche Formular für dieses oder wo ist denn die Richtlinie hier? Und Karl bringt die Antworten. Karl basiert auf IBM Watson Chatbot. Und als wir mit Karl gestartet hatten, das war ein zu Beginn eigenentwickelt und dann mit IBM, war ein sehr kleines, agiles Projekt, haben wir gedacht, mega cool. Wir haben unfassbar viele Ressourcen im Intranet, der kann das alles screenen und dann kann er einfach die Leute irgendwo hin oder ihnen auch die Antwort schon vordraften. Und das war extremst ernüchternd, weil, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, wir haben dann eine Richtlinie für Siemens ohne die, für die Health Needs, für den und die aus 2011, die noch wegen dem Punkt auch noch im Netz hängt und hat nicht funktioniert. Das heißt, was wir gelernt haben, das eine ist, Inhalt, Content Creation ist wirklich wichtig,
auch für die Experience, wenn du einer KI keinen guten Content bietest, kann sie auch keinen guten Chatbot draus machen. Ja. Haben wir unterschätzt, ist eine Menge Aufwand, lohnt sich aber. Das Zweite, was wir bei Karl gelernt haben, dieses wirklich agile MVP-basierte. Wir sind gestartet mit einem Thema in einem Land und haben das dann gefühlt ewig verprobt, bis wir uns getraut haben, zusätzliches Thema und noch eins. Und dann erst nach vielen Monaten zu sagen, jetzt gehen wir von Deutschland auch nach Österreich und vielleicht noch in zwei andere Länder. Mittlerweile, ihr seht es, sind wir in mehr als 50 Ländern in 20 Sprachen. Karl ist immer noch in den Kinderschuhen. Und wenn man sich anschaut, selber, ich auch als Mitarbeiter, denke ich mir, im Vergleich zu manch anderem Chatbot, ist das jetzt nicht der Allheilsbringer, aber man muss eben auch immer den Company-Kontext im Kopf haben und sagen, es ist nicht so einfach. Ich habe nicht ein isoliertes kleines Thema, das ein Jahr alt ist und toll beschrieben ist, sondern ich habe einfach eine wahnsinnig diverse Company mit so vielen Themen über so viele Jahre. Also für uns ein großes Learning. Wir würden es genauso wieder machen. Geht leider nicht mit jeder KI-Entwicklung. Manchmal hat man einen großen Vendor am Start, so wie bei dem Matching-Beispiel, da geht es nicht. Aber hier haben wir wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht. Das nächste Beispiel, was ich dabei habe, jetzt fange ich gleich an zu reden. Lernen. Lernen, auch hier Skills weiterentwickeln, ist ein Riesenthema bei uns. Wir haben eine sehr umfassende Lernplattform mit 120.000 Lernobjekten, mit knapp 20 externen Bibliotheken, die wir angebunden haben, mit 200.000 Nutzern drauf, 10.000 Unique Users per Day. Da verwenden wir AI in zwei verschiedenen Arten. Zum einen, um das ganze Thema Wissen und Skills zu strukturieren. Verwenden wir sogenannte Knowledge Graphs, also Wissensgraphen. Da gibt es einen KI-Algorithmus, der parst die ganzen Lerndaten und schaut sich an, die Verschlagwortungen, wie oft werden welche Themen nahe beieinander genannt und baut dann eben sogenannte Graphen auf, wo man sieht, dieses Element ist nah an dem und das nächste, was jemand lernen könnte, wäre hier, um so dynamisch das ganze Thema Wissen und Skills zu sortieren. Das Zweite, wo wir das verwenden, ist bei dem Thema Recommendations. Ich hatte es vorhin bei Amazon gesagt, da schaut sich der Algorithmus tatsächlich an, was hast du denn gelernt? Hast du es abgeschlossen? Wie langsam warst du denn? Hast du Pausen gemacht? Hast ein Rating gegeben? Um dann zu sagen, hey, und du hast ähnliches Verhalten, vielleicht ein ähnliches Skills-Interessen, könnten wir hier Recommendations machen? Was sehr gut funktioniert, da sind dann auch ein paar Features dazugekommen, man kann sich Playlists machen oder kleine Gruppen gründen, sodass das Ganze eine sehr starke Dynamik angenommen hat und wie gesagt, sehr hohes Engagement seitens unserer Mitarbeitenden hat. Und das werden wir auch linken zu dem Matching- und Karrierethema, wo der Affe drauf war. Das heißt, heute matche ich CV auf Job. In Zukunft kann ich auch sagen, ist kein perfekter Match. Aber die Skills, die dir noch fehlen, hätten wir coole Lernangebote. Das heißt, wenn wir das mal auch intern nutzen, haben wir hier schon den Grund vorbereitet, das weiter zu skalieren. Genau. So. Nochmal einsortieren für euch. Zu Beginn, wie machen wir Ausschreibungen cooler, um die Leute zu inspirieren? Textio mit der AI. Dann haben wir das Thema Karl, Matching. Wie kann ich denn einen Job finden? Wie komme ich in die Company rein? Wie komme ich denn auf meinen Traumjob? Dann im täglichen Arbeiten, wie kann ich denn Zeit sparen? Auch hier, je mehr die Leute den Chatbot Karl nutzen, umso mehr Zeit hat der HR-Mitarbeiter für Themen, wo der Mensch sinnvoll sich investiert. Und wie kann ich dann über Lernen mich weiterentwickeln und meine Zeit in der Company sinnvoll gestalten. Wir haben noch an ein paar anderen Stellen kleinere Lösungen in place, die sind jetzt aber entweder noch nicht in einem Reifegrad oder es würde jetzt sich ein Stück weit wiederholen. Worüber ich aber jetzt noch die letzten paar Minuten sprechen möchte, es ist nicht einfach. Ich weiß nicht, ob es jemandem genauso geht. Ich sehe mich fast jeden Tag konfrontiert mit Leuten, die sagen, hey, und jetzt habe ich das gelesen oder ChatGPT und das. Und mein Nachbar in seiner Firma mit 20 Leuten, die machen das. Warum sind wir so uncool? Und sagt, nee, wir sind nicht uncool. Es ist nicht einfach, so ein Thema in einem Konzern mit 300.000 Mitarbeitern aufzusetzen. Da brauchen die Tools und die Anbieter einen gewissen Reifegrad. Du hast eine Systemlandschaft, wo du dich integrieren musst. Das geht nicht von heute auf morgen und es macht B auch keinen Sinn, sondern man muss sich sehr genau überlegen, was hat denn in unserer Firma Impact. Die Challenges, die wir da haben, ich möchte euch da ein paar rauspicken, also keine Sorge, wir müssen nicht durch alle durchgehen. Und ich nehme jetzt auch nur die, die wirklich HR-relevant sind.
Für mich Technologie, Werte und das ganze Thema Menschen sind die großen Blöcke. Beim Technologiethema, No-Brainer, AI ist nur so gut wie die Trainingsdaten, die du hast. Und an vielen Stellen fehlen uns die ausreichende Menge, aber auch Qualität an Trainingsdaten. Dazu kommt, dass man, sobald der Mensch im Spiel ist, einfach diese menschliche Komponente hat. Und jetzt bleibe ich bei diesem Matching-Beispiel. Frag mal 10 Entwickler in Indien und 10 Entwickler in Deutschland, die exakt die gleiche Ausbildung genossen haben und die gleiche Erfahrungen haben. Sie sollen mal ihre IT-Skills raten. Du kriegst komplett unterschiedliche Einschätzungen. Oder frag mal eine Frau und einen Mann, auch gleiche Ausbildung, sehen sie sich als Advanced Professional oder Expert. Auch gut möglich, dass du da auch wieder regional spezifisch sehr unterschiedliche Antworten bekommst. Wie soll denn die KI das wissen? Und solange du sowas nicht hast, kriegst du ganz schnell Fehler ins System, die du einfach nicht haben willst. Ja? Also da ist eine große Challenge bei uns, die Trainingsdaten zu haben, die auch bereinigt zu haben, die auch, wie nennt man das, normiert zu haben. Riesen-Challenge. Auf der Werteseite, das ganze Thema Responsible AI Bias, Unconscious Bias, ist ein Riesenthema. Und das haben wir, ich bleibe wieder bei dem Matching-Beispiel, das haben wir tatsächlich auf aberwitzigste Weise gelernt. Wir haben dieses Matching, was wir jetzt dann live bringen, da haben wir das erste Experiment vor 4 Jahren gemacht mit den damals großen Anbietern. Und es war extremst erschütternd, was da rauskam. Also die Ergebnisse waren super schlecht und nur einer hatte das Thema Bias auf dem Radar. Und wir hatten damals, ich glaube, 3000 CVs eingesammelt und einen Abzug unserer Jobplattform und haben uns das dann wirklich angeschaut. Und einer der Firmen, einer von den kleinen, die hatten überproportional viel Männer mittleren Alters vorgeschlagen als Matches. Und dann haben wir uns das angeschaut. Die hatten alle Fußball als Hobby. Und offenbar war das Set an Trainingsdaten, was wir hatten, war halt aus Deutschland, ja, und wurden halt natürlich viele Männer in einen neuen Job geplaced und irgendwie gefühlt jeder Zweite hat irgendwas mit Verein oder sonst wie. Von daher war von Algorithmus klar, Mensch, spitze, wenn ich einen Kandidaten habe mit Fußballhobby, erfolgsversprechend. Darf natürlich nicht passieren und jetzt ist das noch was, wo man drüber lachen kann, ja, aber denk an Frauen, die vielleicht mal mehr Lücken haben im Lebenslauf, gefühlte Lücken wegen Elternzeit, wenn die dann sofort die kleineren oder weniger coolen Karriereschritte kriegen, vollkommen inakzeptabel, ja. Also das ganze Thema Bias ist ein riesiges, was uns umtreibt. Da haben wir jetzt zum Beispiel für das Matching extra mit einer Universität eine Kooperation aufgesetzt, um aktives Bias-Testing zu machen. Nicht nur, wenn du was Schlechtes anbietest, das kann dich natürlich als Company auch schnell an den Rande, ja, des Ruins fast schon treiben, wenn sowas groß rausgeht. Also da muss man sehr vorsichtig sein und sehr mit Bedacht herangehen. Dann das ganze Thema Menschen. Das ist auch die Diskussion jetzt im Kontext ChatGPT. Du kannst es nicht nachvollziehen. Es ist in der Natur von AI, dass die AI selber denkt und du nicht sagen kannst, was genau der Algorithmus gemacht hat. Das macht es natürlich so powerful, aber auch an anderen Stellen natürlich auch furchteinflößend. Ja? Und das ganze Thema Empathie etc. fehlt gänzlich. Jetzt bleibe ich wieder bei diesem Matching-Beispiel. Wir hatten in dem Experiment natürlich auch ein paar Leute, die haben keinen Match bekommen, wo du denkst, mei, ist jetzt so. Aber stell dir mal vor, du lässt dich irgendwohin matchen und dann ist eine Company, die irgendwie 20.000 offene Jobs hat und dann sagt die KI, für dich nicht. Denkst du auch, was stimmt denn mit mir nicht, wenn selbst eine KI für mich keinen Job findet? Und dann zum Beispiel zu sagen, hey, ich nehme den Second Best Match und markiere den oder ich sage dir, hey, momentan gibt's nichts, aber wir haben diese 5 Lernelemente, wo du trotzdem noch was für dich kriegst, wo wir eine Wertschätzung zeigen. Solche Sachen kann die KI noch nicht. Da muss der Mensch ran und sich da überlegen, wie kann man sowas kompensieren. Und die Liste der Themen, auch gerade rund um das Thema Bias, die ist endlos. Ja, da gibt es ganz viel, was man bedenken muss, was man vorab bedenken muss. Nichtsdestotrotz, um es abzurunden, ich glaube, dass das Thema uns noch weiter ganz stark herausfordern, aber auch die HR-Welt revolutionieren wird. Ich kriege normalerweise die Frage, was glaubst du denn, wie sieht das in 5 oder 10 Jahren aus? Einfache Antwort: Ich weiß es nicht. Wenn man sieht, wie schnell das jetzt gegangen ist, ja, die Kurve flacht ein bisschen ab, aber ich glaube, wir können es dennoch nicht vorhersehen. Was ich persönlich glaube, jetzt gucke ich mal, ob die Standardtechnik will. Ich glaube, wir werden zu dieser Journey, wir werden noch eine Menge weitere Use Cases hinzufügen. An manchen experimentieren wir schon, manche haben wir verworfen oder einfach mal auf Eis gelegt, weil wir warten, bis die Vendoren reif genug ist. Ich persönlich glaube, spannend wird es dann, wenn die einzelnen AI-Applikationen untereinander sprechen und wirklich diese
AI-basierte Automatisierung nicht nur im Einzelnen ist, sondern über den ganzen Pfad. Und das ist spannend, aber ich glaube, das ist auch echt ein bisschen scary, wenn man dann in Sachen wie ein Digital Twin eines Mitarbeiters denkt. Was heißt denn das? Oder passiert plötzlich, steht der Mitarbeiter morgen da, weil die AI festgestellt hat, so entwickelt sich das Business, der wär's, ne? Also spannendes Thema. Wir werden da weiter investieren. Jetzt blinkt meine Lampe, ist meine letzte Folie. Super. Ich glaube, die Botschaft, die ich gerne mit euch lassen würde, es ist ein super cooles Feld. Es gibt wahnsinnig viel, aber man muss genau hinschauen. Ich habe einen Kollegen, der hat immer gesagt, everybody and his dog claims to do AI. Und ich glaube, so ist es auch. Mittlerweile sind wir alle ein bisschen sensibler, aber wirklich zu gucken, haben wir denn Demand und ist es nicht nur cool? Und haben die auch die nötige Reife, in eine Firma reinzukommen? Wenn man die zwei Fragen mit gutem Gewissen beantwortet, dann glaube ich, ist es auf alle Fälle wert, in das Thema Zeit und Geld und ja, Herzblut auch am Ende zu investieren. So, das wär's von meiner Seite. Dankeschön. Jetzt weiß ich nicht, wie es Prozedere ist. Haben wir noch Fragen oder? Genau, also ich glaube, jetzt haben wir noch 5 Minuten für Fragen. Ich würde vielleicht auch direkt mal loslegen, weil ich den Vortrag erstmal total spannend fand. Und also ich habe auch schon einfach sehr viel gelernt und wir sprechen ja auch tagtäglich mit so vielen Unternehmen, die auch auf dieser Schiene genau unterwegs sind. Ich glaube, die große Frage ist immer so, wo fängt man an und wie kann man so eine Art Pilotprojekt aufsetzen? Weil genau darüber hattest du ja auch schon gesprochen, Thema Agilität. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwierig ist in so einem großen Konzern. Und wie kriegt man dann für so eine innovative Idee, die man da hat, dann das Buy-in auch von den Stakeholdern für so ein kleineres Projekt, meinetwegen? Gute Frage. Witzigerweise gar nicht so schwierig. Weil zum Thema Stakeholder. Das Thema ist ja nicht nur im HR-Bereich in aller Munde, sondern auch im Geschäft. Ja. Von daher ist da bei uns auch von Managementseite und den Stakeholdern ist ein Rieseninteresse, das auszuprobieren als Company. Wir sind eine Tech-Company, das heißt, da führt gar kein Weg dran vorbei. Tricky wird es wirklich, wenn es ins Umsetzen geht, wie macht man so einen Piloten? Jetzt weiß ich nicht, wir sind im Dachbereich, das heißt, viele von euch sind wahrscheinlich Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs. Allein einen Scope zu finden, wo du sagst, da kann ich sowas testen wegen Mitbestimmung. Du hast hochsensible Personaldaten, du musst von Anfang an den Betriebsrat involvieren. Also das ist für mich das erste Kriterium. Nehmt die mit auf die Reise, zeigt, was irgendwie wirklich der Benefit für den Mitarbeitenden wäre, dass es hier nichts kommt. Und dann ganz stark auf wirklich, ja, auch Freiwilligenbeteiligung. Ich war damals erstaunt, als wir gesagt haben, wir wollen so ein Experiment machen. Wir suchen 3000 Freiwillige, wo wir dann nach 5 Stunden gesagt haben, vielen Dank, nicht mehr schicken, wir haben schon genug. Und dann wirklich auch kommunizieren. Zu sagen, was machen wir, warum machen wir das, was haben wir denn gelernt? Und auch klar bezüglich Erwartungshaltungen kommunizieren. An vielen Stellen sagen wir auch, wir probieren das jetzt aus. Wir haben nicht, das Ziel des Experiments ist nicht, dass wir es danach in 20 anderen Ländern replizieren. Wir wollen nur verstehen, welchen Impact könnte es denn haben. Und dann ist erstmal wieder gut, also auch wirklich klare Erwartungshaltung kommunizieren und sehr transparent sein, was man macht. Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja. Tricky wird es, wenn man es dann wirklich groß machen will, weil dann wird es langsam, dann wird es teuer, dann will jeder mitreden. Ja. Ja. Aber das Ausprobieren, das ist bei uns eigentlich, da haben wir auch eine ganz coole Kultur. Ja, scheint so zu sein, weil ich glaube, ihr seid da wahnsinnig weit. Ich glaube, wir haben selten mit einer HR-Abteilung gesprochen, die so viel KI schon einsetzt, von bis. Also, ja, großes Kompliment schon mal. Dankeschön. Ist auch nicht alles Gold. Wie ihr seht, wir haben da auch Challenges, ja. Das ist schon die erste Frage. Okay. Ja, vielen Dank. Sehr schöner Vortrag. Ich fand es vor allen Dingen cool, wie achtsam ihr mit dem Thema umgeht, vor allem mit dem Bias. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Also, wenn ihr jetzt Textio benutzt, dann gibt es ja bestimmte Kontrollschritte, die ihr bestimmt unternehmt. Okay, da gibt es jetzt so ein Matching von Skills und verschiedenen Jobs, die es bei Siemens intern gibt. Was auch immer du teilen kannst. Wie genau ist dann die Reihenfolge, was der Recruiter dann macht oder die Recruiterin? Also wie kann sie diesen Bias quasi dann in der Auswahl mit eintreffen? Weil so etwas wie Fußball ist dann super subtil und sehr schwer von einem Menschen zu erkennen. Also wie genau erkennt ihr das dann, ob Bias drin ist oder nicht? Also trennen, Textio ist tatsächlich der Anspruch oder die Value Proposition von Textio ist ja auch, Bias rauszunehmen und diverse Kandidaten anzusprechen. Das heißt, Textio an sich macht sicherlich auch internes Bias-Testing, das weiß ich jetzt gar nicht, basierend auf den Trainingsgarten, die sie haben. Das macht unser Anbieter für das Matching eigentlich auch. Aber da das für uns ein Riesenthema ist und wir da echt vorsichtig sein wollen,
weil das, ich weiß nicht, viele von euch haben vielleicht auch mal gesehen, dieser Bot, der ins Böse abgebogen ist, das kann dich halt an der Reputation packen, dass es nicht mehr feierlich ist. Deswegen machen wir da einiges on top, was wir nicht müssten, auch in Vorbereitung auf den kommenden EU-AI-Act. Ja. Wie sieht es dann aus? Wir definieren Schwellen, wie viel Abweichung zum Beispiel sein darf, gleicher sie wie mit Männlein und Weiblein. Ist jetzt 0,5 noch ganz normal oder ab wo ist es ein Problem? Und deklinieren da die Use Cases durch, wo wir sagen, da könnte Bias entstehen und testen das in regelmäßigen Abständen mit den Realdaten gegen unsere Testpopulation sozusagen. Da sind wir gerade im Aufsetzen. Ja. Ist ein ziemlicher Aufwand. Müssen gucken, wie gut das ist, ob wir das so weitermachen oder ob wir irgendwann dann sagen, wir glauben an das, was uns der Anbieter verspricht. Ja. Das wäre so die inhaltliche Abfolge. Der Recruiter an sich, idealerweise kriegt der non-biased ein Ranking. Ja. Natürlich in der realen Welt, auch hier, wir reden über Deutschland, der muss sich dennoch alle anschauen. Es könnte ja jemand mit einer Behinderung oder mit irgendwas dabei sein, wo du sagst, da musst du trotzdem drauf schauen. Natürlich ist auch das AI-Bias-Testing immer nur so gut, wie du als Mensch das biasfrei als Testprobe reingeben kannst. Wir haben auch experimentiert mit Anonymisierung von Lebensläufen etc. Also da kannst du schon auch noch mal zusätzliche Fakten reinbringen, wo einfach der menschliche Bias ausgeschaltet wird. Gleichzeitig haben wir viel investiert gerade in unsere Hiring-Manager zum Thema Bias-Training, also flächendeckende Trainings zu dem Thema. Am Ende des Tages ist alles, was du mit der AI machst, folgt den gleichen Regeln wie alles, was du ohne machst. Es ist jetzt nicht, Bias in AI ist nichts Neues. Das hast du vorher auch schon, wo du dagegen ankämpfen musst. Und wie gesagt, also wir versuchen es mit einem aktiven Testen und mal schauen, wie gut das ist. Cool, vielen Dank. Gerne. Gibt es sonst noch Fragen aus der Runde? Gut, wenn später noch Fragen kommen, ich laufe nicht weg. Oder Feedback auch gerne. Sonst würde ich vielleicht noch mal fragen. Klar. Wo siehst du denn den größten Hebel in der Zukunft für die Anwendung von KI? Boah. Ich glaube, dass dieses Thema Conversational AI, dass das schon, wenn es mal wirklich at scale funktioniert, ein riesiges ist. Also ich hatte ja gesagt, wir experimentieren gerade mit ChatGPT. Unsere gesamte Recruiting-Kette von ChatGPT kann auch das, was ein Textio kann. Kannst du auch sagen, mach mal den Ausschreibungstext bias-free. Oder das sind die 5 Kandidaten. Sag mal, wer wäre denn für den Job am besten? Bis hin zu Use Cases. Versuch mal in einem Dialog mit 5 Schritten mit einem Hiring-Manager zu klären, welche Skills er denn genau braucht. Entwirf mir mal ein Interview-Panel. Also ich glaube, dass dieses ganze Thema Generative AI, das wird nochmal einen ganz neuen Spin in die ganze Thematik reinbringen. Ja, glaube ich dir sofort. Ja. Ja, natürlich. Vielen Dank für deinen Vortrag. Was mich nochmal interessieren würde, ihr habt ja schon relativ viele Tools im Einsatz. Wie priorisiert ihr da? Habt ihr ein Technologieradar? Seid ihr eher so, dass ihr mal guckt, was euch angeboten wird oder scannt ihr da aktiv die Landschaft? Wie macht ihr das? Also wir scannen tatsächlich systematisch regelmäßig die Landschaft, um für uns auch eben ja, ein Innovationsradar oder wie auch immer man es nennen will, zu haben. Noch gar nicht mit dem Zweck, das Ganze zu machen, sondern um die ganzen, ich habe da was gehört, einzusortieren, zu sagen, ja, das geht hier rein, da gibt es 5 andere, wir haben das mal, oder das ist in der Pipeline, um sehr transparent sein zu können, zu sagen, das machen wir. Wir haben die Erfahrung gemacht, mach nie mehr als 2 Sachen gleichzeitig, sonst wird sowieso nichts. Um da auch klar sein zu können, was machen wir und was machen wir, warum gerade nicht. Und dann ist es tatsächlich kein rigides Priorisierungsmodell, sondern, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen opportunistisch. Ja, nachdem das ganze Thema Skills so hochkommt, hatten wir eine voll gute Einflugschneise für das Thema Skill-Based Matching. Und da muss man dann tatsächlich gucken, es sind ja auch Cross- HR-Fakultätsthemen, ja, an dem Stelle mit Lernen und Recruiting und mit unserem, wir haben eine interne Initiative, die heißt Nextwork, so eine Art von strategischer Workforce-Transformation, wo man sagt, okay, wenn ich die 2 Stakeholder im Boot habe, kriege ich das schneller durch. Also, Bottomline, ja, sauber den Markt scannen und auch die Use Cases sauber runterschreiben und auch ein Stück weit nach Logik priorisieren, aber dann schauen, was gerade auch, wo das The Window of Opportunity ist, wo man die Leute an Bord bekommt. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu ernüchternd. Nee, alles gut. Vielen Dank.
Ja, super. Jetzt noch eine Frage? Ja, ich bleibe jetzt einfach sitzen. Ich hoffe, ich spreche laut genug. Ja, also für mich. Weil der Name, der Unternehmensname Amazon sehr aufgefallen ist. Ich arbeite bei Amazon. Wir haben natürlich auch das Problem, wahrscheinlich ähnlich wie Siemens, dass wir skalieren müssen. Das heißt, Millionen CVs, Bewerbungen und so weiter, die reinkommen. Und KI kann uns helfen, eben das zu tun. Die Frage ist, mit Textio ist man zum Beispiel, versucht man sehr inklusiv zu sein. Das heißt, man versucht möglichst viele Personen damit abzudecken. Mit KI ja eher exklusiv, weil man nach verschiedenen Faktoren sucht. Wie stellt man da oder wie versucht Siemens Diversity sicherzustellen, dass man eben nicht jemanden ausschließt, der gut wäre, aber nur weil er eben diese Schlagworte nicht nennt im CV oder weil er beispielsweise Archäologie studiert hat und nicht BWL. Dass man eben auch solche Personen mit ins Unternehmen bekommt, die eben diese Diversity helfen. Das muss jetzt nicht unbedingt Gender sein, sondern es kann eben über alles gehen. Also zwei Antworten. Das eine ist tatsächlich durch diesen Shift Richtung Skills. Legst du den Wert darauf, dass die Leute das mitbringen, was du als Company suchst und nicht zwangsläufig auf ihren Hintergrund, auf ihren Werdegang, auf ihre Erfahrungen? Das heißt, wenn sich jetzt ein Archäologe bewirbt und der hat die Skills, die irgendwo gesucht werden, hätte der heute eine viel größere Chance, einen Job zu bekommen als früher, wo du gesagt hättest, naja, der passt ja vom Profil her schon mal gar nicht. Ja, und du hast auch recht, ja, AI, Bubble Thinking, suchst du normalerweise nicht nach den Diversen, sondern more of the same. Das kannst du tatsächlich nur zum Teil lösen, indem du, das ist eine Diskussion, die wir immer intern haben bei dem Matching, wo du sagst, möchte ich wirklich einen perfekten Match oder möchte ich bewusst Matches haben, wo ein Stück fehlt, dass ich mir das noch offen lasse und dass auch eine Führungskraft dann entscheiden kann, das Gap, vielleicht kann ich dadurch, wir hatten solche Diskussionen in den Piloten, wo dann jemand sagt, ey, die Kernskills, das ist schon so gut, das, was jetzt fehlt, eigentlich könnte ich mir auch überlegen, dass ich das im Team ein bisschen anders aufstelle, dass komplett andere Dynamiken in auch so Teamentwicklung reinkommen. Das ist bei uns, gebe ich auch zu, eine offene Frage, suchen wir einen perfekten Match oder wie definieren wir einen nicht perfekten Match? Das wäre für mich der zweite Hebel. Aber es ist ein Punkt, wo es keine einfache Antwort gibt. Ja. Wenn ihr sie habt. Sonst noch Fragen? Ja, sonst würde ich mich recht herzlich bei dir bedanken. Sehr gerne. Vielen Dank, es war total inspirierend. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Dankeschön.